Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video meiner Apfelwoche. Heute habe ich super leckere Apfeltaschen für euch, richtig saftig von innen und aus einem ganz einfachen Quarkölteig hergestellt. Also wirklich super easy nachzumachen. Also wenn ihr noch auf der Suche nach dem perfekten Rezept für Apfeltaschen seid, dann müsst ihr dieses unbedingt mal ausprobieren. Und nun geht's auch schon los mit der Zubereitung. Für den einfachen Quarkölteig benötigen wir zimmerwarme Milch, Speisequark, geschmacksneutrales Öl, Vanillezucker sowie normalen Zucker, Backpulver, eine Prise Salz und natürlich Weizenmehl. Für die Füllung habe ich Äpfel gewaschen und gewürfelt und dann kommt noch etwas von meinem selbstgemachten Apfelmus hinzu. Wenn ihr diesen auch selber machen möchtet, verlinke ich euch hier oben das Rezept. Das hatte ich nämlich zu Beginn der Apfelwoche gezeigt. Ihr könnt selbstverständlich aber auch gekauften Apfelmus verwenden. Zuerst bereite ich die Füllung vor und da ich die Äpfel ja bereits geschält und gewürfelt habe, füge ich nur noch das Apfelmus hinzu und verrühre alles miteinander. Weiter geht's dann auch schon mit dem Teig und der ist wirklich so einfach, dass ihr das ganz einfach mit den Händen machen könnt. Ich verrühre einfach alle genannten Zutaten mit einem Schneebesen und gebe dann zu guter Letzt das Mehl mit hinein. Sobald es sich dann auch nicht mehr unterkneten lässt, nehme ich dann meine Hände zur Hilfe und am Ende verknete ich das Ganze zu einer geschmeidigen und nicht mehr klebenden Teigkugel. Diese braucht auch gar nicht zu ruhen, die kann direkt weiterverarbeitet werden und diese wird nun auf ca. 1/2 cm ausgerollt. Das geht mit Hilfe eines Nudelholzes am besten. Ihr könnt selber entscheiden, wie groß ihr eure Apfeltaschen haben möchtet. Ihr könnt sie auch gerne kleiner formen, als ich es getan habe. Meine waren jetzt etwas größer. Zum Ausschneiden der Form nehmt ihr euch einfach eine Schüssel, so wie ich es getan habe, oder auch ein Glas, je nach Größe. Und dann stecht ihr euch damit eure Kreise aus. Der Restteig wird natürlich weiter verwendet. Nun zeige ich euch noch, wie ich das Ganze befülle. Und zwar nehmt ihr euch einen Teigkreis, pinselt ihn am Rand mit etwas Milch ein. Danach gebe ich ca. 2 Esslöffel meiner Apfelfüllung auf die eine Seite und klappe das mit der anderen Seite um. Mit den Händen muss der Rand richtig gut angedrückt werden, damit sich die Tasche während des Backvorgangs nicht öffnet. Und dann lege ich sie zusammen mit den anderen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Da meine Apfeltaschen etwas größer gewesen sind, sind insgesamt 9 daraus geworden und die kommen dann jetzt in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 30 bis 35 Minuten. Ihr müsst einfach darauf achten, dass sie eine richtig schöne goldbraune Farbe bekommen haben. Sie sollten aber auch nicht zu dunkel werden. Nach dem Ausbacken lege ich die Apfeltaschen auf ein Auskühlgitter zum Auskühlen und sobald sie einigermaßen ausgekühlt sind, kommt noch eine Puderzuckerglasur aus Puderzucker und etwas Zitronensaft obendrauf. Wem das so zu süß ist, kann natürlich auch Puderzucker obendrauf streuen. Durch die Glasur bekommen die Apfeltaschen allerdings einen richtig schönen Glanz, genau wie es beim Bäcker der Fall ist. Und dann kann man sie eigentlich auch schon direkt lauwarm genießen. Das Schöne ist auch, dass sie am nächsten Tag noch wunderbar schmecken, also warm als auch kalt, wirklich ein Genuss. Und hier seht ihr nochmal, wie das Ganze von innen aussieht. Wir haben außen diesen leckeren Quarkölteig, den ich das erste Mal zubereitet hatte und wirklich begeistert war von diesem Teig, beziehungsweise immer noch bin. Und dann haben wir innen den saftigen Kern aus Apfelmus und Äpfeln. Also eine richtig tolle, fruchtige Angelegenheit. Und das Schöne ist dabei, ihr könnt sie auch problemlos auf Vorrat einfrieren.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ansonsten geht es morgen auch schon an den vorletzten Tag meiner Apfelwoche. Morgen gibt es ein klassisches Rezept und zwar den sogenannten Apfelstrudel. Also vergesst auf keinen Fall einzuschalten. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.